Schuster, Webstube. Gleich oberhalb der Schäferhütte. Okay, Sven holt von da unten Holz. Gut. Du bist müde und gehst schlafen. Das ist auch okay. Ja, und du solltest jetzt dann demnächst wirklich anfangen, Gold zu schmelzen. Oh, unser Holzfäller da oben arbeitet jetzt auch schon. Das ist gut. Oh, und du hast gerade nichts zu tun. Hehehe, weil ich dich total vergessen habe. Erstmal Lebenssammler, weil Stein haben wir jetzt gerade genug, um Sachen zu bauen. Ja, überall muss Zeug gebaut werden. Dich hätte ich jetzt fast vergessen. Oh, Goldschmied. Gut, du holst dir deine Vorräte von hier unten. Da ist es nicht so weit zum Glück. Unser Lebenssammler sammelt wieder Leben. Unser Goldschmied ist müde und hungrig. Du hast Holz da oben, also geh da oben hin, bitte. Und nicht hier raus. Auch wenn du an das Holz daran willst oder an irgendwelches Holz hier im Wald. Ist mir egal, das Holz ist tabu.
Ja gut, Stein liegen da zwei rum. Nimm die. Dagegen habe ich nichts. So, bin ich mal gespannt, ob sie wieder Geschirr holt. Eigentlich, da Möbelwerkstatt und Töpferei so nah aneinander stehen, müsste sich beides holen können. Wenn sie es denn holen sollte. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Und ich würde vorschlagen, jetzt können wir mal ein bisschen Speed geben. Jetzt, wo eigentlich hier alles laufen sollte. Ich muss nur darauf achten, dass keiner von den Bauarbeitern Dummheiten macht. Tempel passt nur hier hin. Oder hier hin. Du brauchst Religion, gell? Ja, du bräuchtest Religion. Oh Mann, ey. Genau, sind wir mal protziger Angeber und bauen den Tempel dahin. Du hast die benötigte Warenmenge hergestellt. Gut, dann wirst du so lange bitte wieder Jäger. Okay, Eisenmine und Tempel werden jetzt errichtet. Ah, die Sperrmacherei hin. Oh oh. Und wieder nicht aufgepasst. Das ist das Problem, wenn ich Speed gebe. Ja, ja. Du sollst doch da kein Holz holen. Du sollst Holz hier holen. So, du machst jetzt mal Holz. Er macht Möbel. Sehr viele Möbel. Und wehe dir, du versuchst Holz da draußen zu holen. Ich hab's wieder gut erwischt, Sven. Es wäre traurig, wenn wir Sven verlieren würden. So, wieder auf Geschwindigkeit stellen. Nee, sowieso nicht, bist du eine Intelligenzbestie. Gut.
Ja, der Tempel braucht eine Weile zum Bauen. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Oh, und wir haben langsam den Klumpenüberschuss. Das heißt, du machst mir den Steinmetz wieder. So, jetzt brauchst du eh nur noch Steine. Oh, unser Bäcker kann trainiert werden. Oh, und ihr habt Geschirr. Gut. Das heißt, ihr könnt, werdet wahrscheinlich auch Möbel holen können. Wie sieht es eigentlich mit denen hier unten aus? Schuhe haben sie keine. Dafür sind sie dann doch ein bisschen zu weit, arg weit weg vom Schuss, aber naja. Verstaut? Du kriegst einen Jungen. Nee, du brauchst kein Mädchen kriegen. Du kriegst ein Mädchen. Das erste. Das ist dann unser Eisenschürfer, der auch im Zweifamilienhaus wohnt. Hier wird fleißig Gold gemacht. Gut. Oh, du lagerst dein Holz auch schon wieder ein. Sven ist fast wieder voll geheilt. Du hast Tischler gefunden, gut. Dann machen wir mal weiter Möbelstücke. Ach, machen wir noch 9 Stück. Da darfst du wieder Holz hacken gehen. Töpferei steht schon lange leer, aber wir haben noch genug Geschirr. Steine gibt es zum Glück genügend hier in der Gegend. Ja, Goldmine ist egal, wenn sie schon eine Weile leer steht. Bier. Stellen wir die gewünschte Warenmenge mal auf 50 Bier.
Weil mittlerweile müsste Bier eingelagert werden. Ja, sehr gut. Ach ja, die Webstube. Tempel ist fertig, das ist gut, aber wir brauchen erst mehr Pilze.